Er ist wieder da. Nach seinem letzten Vortrag hier war er ganz plötzlich verschwunden. Aber zum Glück ist er jetzt wieder aufgetaucht. Und der Zeitpunkt für einen neuen Beitrag ist optimal, denn brasilianische Aktien sind im Moment so günstig bewertet wie schon lange nicht mehr. Gut, dass wir für Brasilien einen echten politischen Insider haben. Begrüßen Sie mit mir bei Zukunftsmärkte von der 3. Luftlandedivision der brasilianischen Streitkräfte, General Francesco Ignacio Jesus de Garcia Peña. Herzlich willkommen. Wie lange muss ich noch warten hier? 1 Jahr, 2 Jahre? Bäm, fangen wir an. Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, ich habe gehört, Sie haben sich gemacht Sorgen um mich. Sie hätten nicht machen müssen. Ich habe mich zurückgesogen, kurz in die Amazonas. Viele haben sich Sorge gemacht um mich, warum ich weg bin. Sogar ein Mann von Amnesty International ist gekommen in die Amazonas, mich zu suchen. Sehr amüsant. Wir haben ihn aus Versehen eingesperrt, 3 Monate lang, weil wir haben gedacht, er ist da wegen die indigene Völker. Jetzt bin ich wieder da und ich werde Berichte über Situation in Brasil, über die Aktienmarkt und über großartige Politik von der Regierung Bolsonaro. Vamos. In Corona-Krise, Regierung Bolsonaro war sehr erfolgreich. Bis jetzt an Corona sind gestorben in Brasilien 625.000 Menschen. Ist 212,5 Millionen Menschen ist nicht gestorben an die Coronavirus. Ein großer Erfolg. Und Menschen in Brasilien haben sich schneller geimpft als in ihrem Land. Ihr Land hat gemacht große Fehler. Wenn die Menschen glauben, Regierungen sind Idioten, dann ist nicht gut, wenn die Regierung sagt, ihr müsst impfen. Bolsonaro hat immer gesagt, ist nicht schlimm, ist harmlos, niemand muss impfen. Und schon haben die Menschen gesagt, Maldita merda, ich muss sofort impfen. Das ist Politik. Trotzdem, brasilianische Aktien sind gefallen. Das ist MSCI Brasil die letzten 2 Jahre. Natürlich gefallen in Corona-Krise ganz links, dann Erholung, so wie überall. Aber vor einem halben Jahr die Stopp von der Erholung. Letztes Jahr die meisten Börse auf der Welt sind stark gestiegen, MSCI Brasil Index aber ist gefallen um 17%. Nur, sehr interessant, jetzt steigt wieder die letzten 3 Wochen. Ist besonders darum interessant, weil die meisten anderen Börse gerade fallen. Wegen die Zinssorgen. Aber MSCI Brasil geht jetzt wieder nach oben von einem niedrigen Niveau. Und das ist über die Bovespa Index, eine andere große Index, ist von Bloomberg bis Ende Dezember. Ist nicht die Index selbst, sondern die KGV-Bewertung von diesem Index. Wie teuer ist die Index im Vergleich zu den Gewinnen? Und Sie sehen, die KGV ist so niedrig wie nicht mehr seit 10 Jahren. Ist nur noch gewesen Ende Dezember bei 7,8, jetzt vielleicht 8 oder 8,2. Und Dividendenrendite von diesem Index ist bei fast 8. Ist besser als in Russland. Eure Dividende ist vor allem wegen Petrobras und wegen Vale, 2 große Unternehmen in diesem Index. Aber viele andere Aktien sind auch günstig. Und Sie sehen, immer wenn Bovespa war so günstig, ist wieder stark nach oben die Bewertungen. Und das günstig ist, hat natürlich Gründe und ich werde sprechen über diese Gründe hier. Aber viele Probleme in Brasilien hat schon lange und ist trotzdem oft wieder gestiegen. Ein Problem natürlich ist Politik. Ich habe bei Ihnen schon gesprochen über Korruption im politischen System in Brasilien. Ich habe viel gesprochen über Präsident Bolsonaro. Als Bolsonaro wurde gewählt als die Präsidentin, wir von dem Militär waren sehr zufrieden. Jetzt sind wir nicht mehr so zufrieden. Ich habe berichtet auf diesem Kanal, wie Bolsonaro immer hat gelobt, die Militär, wie er immer wieder gelobt hat, die Militärdiktatur in die 80er Jahre und wie er auch immer wieder hat gedroht,
Es kommt neue Militärdiktatur. Wie er gesagt hat, ich habe keine Geduld mehr mit diesem System, mit diesem Parlament, mit diesem obersten Gerichtshof. Und seine Anhänger, die haben gerufen, bravo, bravo, wir wollen Militärputz. Und für uns von dem Militär war sehr peinlich. Was redet er da vor alle Leute? Und die Militär hat immer sagen müssen, dann wir wollen keine Putz, wir wollen auch keine politische Militär. Stellen Sie sich das vor, die gewählte demokratische Präsident will eine Putz und die Militär muss ihm sagen, es gibt aber keine Putz. Und dann hat er es gemacht, vor einem Jahr. Er hat gefeuert den Verteidigungsminister, meinen Freund General Fernando Acevedo e Silva. Er hat es gewagt. Und wissen Sie, was man sagt in dem Militärclub? Man sagt, Fernando Acevedo hat versucht, dass er ihn beibringt, dass die Militär hinter die Verfassung steht. Und dann hat er ihn gefeuert. Und dann ist die Spitze von die komplette Militär zurückgetreten. Komplett. Der Chef von die Armee, von die Luftwaffe und von die Marine. Alle weg. Stellen Sie sich das vor. Ich bin sehr froh, dass ich gewesen bin in Amazonas damals und nicht in Brasilia. Meine Geduld geht nämlich auch langsam zu Ende. Außerdem in dem Militärclub, die Eismaschine ist immer noch kaputt. Aber Bolsonaro hat so gut wie jede gefeuert, ist die ganze Zeit Chaos. Und ich weiß auch nicht, ob er nochmal werden kann, Präsident, weil im Oktober ist wieder Wahl und er hat keine eigene Partei. Nur was kommt dann? Lula da Silva, ein linker Präsident von der Arbeiterpartei, ich weiß, in Brasilien heißen alle gleich, aber ein Mann, der schon einmal Präsident gewesen ist, von 2003 bis 2011, der schon im Gefängnis war wegen Geldwäsche und Korruption, gut, man kann ihm nicht nachweisen, aber in seiner Amtszeit ist gemacht worden ein riesiges Korruptionssystem bei Petrobras mit einer Sade von mindestens 25 Milliarden Dollar. Milliarden. Davon Sie können sich bauen drei Flughäfen. Und er kommt jetzt wieder und er sagt, wählt mich, wählt Lula da Silva. Ich gebe jedem ganz viel Geld, so wie damals. Und vielleicht wählen die Leute ihn auch, weil sie nur haben die Wahl zwischen einem linken Verbrecher und einer rechten Wahnsinnige. So, jetzt habe ich gesagt, warum kann nicht gäbe einmal eine normale Präsidentin? Er muss auch nichts machen, vielleicht bewerben sie sich, wenn sie wollen. Und um dieses Thema, dieses schwierige Thema, geht auch diese Woche in neue Zukunftsmärkte Report für ganz Lateinamerika. Wirtschaft, Politik und Börse. Verlorene Jahrzehnte wegen linke Populisten. Ein sehr guter Report. Dieser Report geht morgen raus, also melden Sie sich an auf www.zukunfts-märkte.de. Verzeihung. Es geht nicht um linke Populisten, es geht überhaupt um Populisten. Vielleicht dieser Report ist doch nicht so gut. Aber egal, tragen Sie sich trotzdem ein, ist gratis, kostet Sie nichts. Der Link für diesen Report ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Verdammte Demokratie, nicht einmal die Corona-Krise hat dieses verdammte System zerstört. In fast keinem Land. Was für ein renitentes System. In Brasilien auch. Die meisten Militärs sind Demokraten im Moment. Leider, leider. Wenn Sie mich fragen, ich habe gar nichts gegen Militärjunta, aber Bolsonaro als Diktator, das ist grotesk. Ich bin Patriot und kein Sadist. Aber wie Sie sehen, politische Situation ist ein Problem und ein Risiko, auch für die Anleger. Kapitalmarkt mag auch keine Demokratie oder wenn, dann nur in die eigene Land. Und noch ein Problem ist die Etat, die Haushalt. Bolsonaro hat gesagt, er spart. Jetzt gibt er aber viel Geld aus wegen Corona und wegen der Wahl. Defizit ist jetzt bei 90% von dem Bruttoinlandsprodukt. Wird wahrscheinlich noch mehr steigen, wenn Lula kommt. Auch das ist, was die Investoren gar nicht mögen. Aber auf der anderen Seite, ich bitte Sie.
Alle Regierungen geben gerade unglaublich Geld aus in Corona-Krise. Brasilien gibt viel weniger Geld aus als andere Regierungen. Nur wenn die USA viel Geld ausgibt, dann kommen die Anleger und sagen, oh, ist gut für die Wirtschaft, ich investiere hier. Wenn Brasilien gibt Geld aus, die Anleger laufen davon. Und das ist die eigentliche Problem, nicht Bolsonaro oder die Politik. Sie können viele, viele Aktien kaufen in Brasilien, wo Bolsonaro oder Lula ist egal. Die Banken, die Fintech-Konsum, Lula ist gut für die Konsum. Aber egal, das Problem ist doch, Brasilien ist eine Emerging Market. Und in einem Emerging Market, immer wenn gibt ein Problem, die Anleger denken, die Land geht sofort kaputt. Nehmen Sie die Inflation. Ist überall auf der Welt. In Brasilien ist etwas schlimmer, weil Menschen geben von ihrem Einkommen mehr Geld aus für Essen und Energie. Die reichen Länder heben nicht an die Zinsen. Sie tun, als wäre Inflation überhaupt nicht da. Brasilien kann sich nicht leisten, weil die Anleger rauen ab. Brasilianische Notenbank hat gehabt Anfang 2021 einen Leitzins von 2%. Hat jetzt angehoben Leitzins bis auf 9,25%. Und trotzdem die Anleger rauen ab, weil sie sagen, oh, Inflation ist gefährlich in Brasilien, Realzins ist negativ. Und was tun sie? Sie gehen in den Dollarraum. Die Vereinigten Staaten haben die höchste Inflation seit 40 Jahren. Was macht die Federal Reserve Bank? Sie macht gar nichts. Sie hat letzte Woche wieder nicht die Leitzins angehoben. Gut, sie hat wenigstens gesagt, sie wird die Leitzins anheben. Und Sie in Europa, Sie wissen ja gar nicht mehr, was Zinsen sind oder eine Geldpolitik. Und wenn Sie nicht aufpassen in Europa, dann werden Sie in 10, 15 Jahren wieder bezahlen mit Steine und Muscheln. Und trotzdem, als Inflation gestiegen ist, sind die Anleger nicht geflohen nach Brasilien, wo es eine Geldpolitik gibt, sondern sie sind geflohen aus Brasilien. Obwohl Brasilien hat Leitzins angehoben auf über 9%. Und obwohl es hat eine Plus bei der Handelsbilanz und obwohl es hat Fremdwährungsreserven von 36 Milliarden Dollar. Das ist brasilianische Real zu die Dollar, unsere Währung. 2 Jahre. Am Anfang von diesem Jahr ist nochmal gestiegen, aber im Sommer, als Inflation gekommen ist, ist stark gefallen, genau wie die Aktienmarkt. Und darum muss Leitzins noch mehr anheben, weil nicht nur kämpft gegen Inflation, sondern muss auch noch verteidigen die eigene Währung. Und bei dieser hohen Zins, da werden wir dieses Jahr nicht viel Wachstum haben in Brasilien. Aber trotzdem, jetzt steigt wieder die Währung, genauso wie die Aktienmarkt. Kann sein, dass die Kapitalmarkt jetzt eben nicht mehr ignorieren kann, diese hohe Zinsgefälle zwischen Brasil und die reichen Länder. Und bei allen Problemen, das kann sein eine gute Aussicht. Und denken Sie da nicht nur an brasilianische Aktien, denken Sie auch an brasilianische Bonds. Natürlich gibt es auch gute Aktien. Petrobras, die letzten 6 Monate im Dollar, eine sehr gute Aktie und sehr billig. Haben Sie oft gesehen hier auf diesem Kanal. Aber eine politische Aktie, da muss man etwas aufpassen. Anleger waren lange vorsichtig, jetzt ist sie angesogen und gestiegen. Und daran sehen Sie auch manchmal, manchmal nur. Ist gut, wenn Sie sehen hier Zukunftsmärkte oder auch wenn Sie gleich abonnieren diesen Kanal, weil dann sehen Sie nämlich auch sofort, wenn neue Videos da sind. Und das ist sehr effizient. Es gibt viele brasilianische Aktien. Meine Lieblingsaktie Embraer, ein Flugzeugbauer. Brasilien ist sehr stolz auf diese Unternehmen. Ist an der Börse weniger wert im Moment als 3 Milliarden Dollar. Aber die Seite sind hart für Flugzeugbauer in die Corona-Krise. Embraer baut jetzt auch Lufttaxis, vielleicht auch interessant für Sie, können Sie sich aber ansehen auf ein anderes Video. Zivile Flugzeuge, Lufttaxis ist mir völlig egal. Ich liebe Embraer wegen diesem Flugzeug. Die C-390, eine Militärtransportmaschine. Und Brasilien braucht dieses Flugzeug. Oder sagen wir besser, ich brauche dieses Flugzeug. Und wenn ich eines Tages habe, was zu sagen,
dann werden wir davon nicht bestellen 15, sondern 500. Flugzeugbau ist die beste Sozialprogramm. Nun gut, nun Ihre Fragen. Ja, ich verstehe. Natürlich, in ein Land zu investieren mit einem politischen System, das völlig korrupt ist und kaputt, will eigentlich niemand. Aber ich sage immer, ganz ohne US-Aktien geht auch nicht. Bitte. Ah, ob ich selbst investiere in Aktien? Für wie dumm halten Sie mich? Ich brauche keine Aktien. Ich investiere vor Ort in Brasilien mit meinem Partner in die Amazonas. Wir haben etwas gesoffen. Vor 2 Jahren war gar nichts. Nur Sumpf und billige Kröten. Giftige Kröten. Heute ist die Landschaft freundlich und sie ist quadratisch eingeteilt und wir produzieren Lebensmittel für die ganze Welt. Und damit? Ah, ich habe gewusst, dass Sie das sagen. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, retten Sie doch Ihre eigene Urwald in Ihrem eigenen Land. Ach, Sie haben gar keine Urwald mehr. Wie interessant. Ich sage Ihnen etwas. Bald haben wir auf die Welt 8 Milliarden Menschen. Und wenn Sie denken, die können Sie ernähren mit den Radieschen, die Sie einpflanzen auf Ihre Dachgarten, dann träumen Sie schön und sehen Sie weiter Arte. Sie in Ihrem Land, Sie haben auch einmal eine Landwirtschaft gehabt, seit 10.000 Jahren. Und die haben Sie zerstört, weil Sie in die Supermarkt gestanden sind und Sie gesagt haben, die Butter ist zu teuer. Das ist aber nicht mein Problem. Wir produzieren und zwar das, was Sie haben wollen und was Sie brauchen. Also denken Sie an mich bei Ihrer nächsten Kaffee Latte und bei Ihrer nächsten Barbecue, wenn Sie Ihre Teller voll machen. Ihnen geht so gut. Aber vergessen Sie nicht, wir haben das, was die Welt braucht. Die Böden, die Rohstoffe, die Landwirtschaft. Und das, was Sie produzieren, das braucht niemand. Also sehen Sie gerne auf uns herunter, wenn Sie wollen. Für Sie sind wir ja nur eine kleine Depotbeimischung, wenn überhaupt eine kleine Risikoposition. Aber Sie werden sich noch wundern. Und ich habe noch ein Argument für Investitionen in Brasilien oder in die Emerging Markets. Das hier, das ist die Karneval in Ihre armselige Land. Und das hier, das ist die Karneval in meinem Land. Aber wenn Sie noch fragen, danke. Dann denken Sie auch noch an die Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, diesmal zu Lateinamerika, die Wirtschaft und der Einfluss von den Populisten auf www.zukunfts-märkte.de. Habe ich das jetzt richtig gesagt mit dem Report? Ich habe extra zweimal gesagt, ich habe nochmal gesagt zu Ende. Gut, dann fliege ich wieder nach Hause. Alles Gute Ihnen, Sie hören von mir in die Nachrichten.